Hallo alle zusammen. Wahrscheinlich weiß jeder, was Kinderschokolade ist. Und das sind diese kleinen Riegel. Sie haben außen dunkle Schokolade und innen weiße. Sie sind sehr lecker. Und wisst ihr was? Heute bereiten wir einen solchen Riegel zu. Aber in riesengroß. Er wird 100 Kilogramm wiegen. Los geht's. Wir gehen in den Laden. Das erste, was wir nehmen, ist Kondensmilch. Bis zu 5 Liter. Auch Milch. 12 Flaschen mit je 2 Litern. Sahne mit 30% Fett. Wir haben viel davon mitgenommen. Bis zu 50 Liter. Vanillezucker. Wir nehmen 8 Dosen davon mit und legen sie in den Warenkorb. Das war alles. Wir legen die Ware an die Kasse und das alles hat uns 356 Dollar gekostet. Wir laden alles ins Auto. Wir gehen in den nächsten Supermarkt, um Schokolade zu kaufen, weil sie dort billiger ist. Wir nehmen dunkle Schokolade, aber nicht bitter. Wir legen alles an die Kasse. Wir können es kaum abwarten. Die Pralinen kosteten uns weitere 214 Dollar. Wir werden einen riesigen Riegel in dieser Form vorbereiten. Das erste, was wir tun müssen, ist, die Wände mit Frischhaltefolie zu umwickeln. Dann schnappen wir uns die Form und gehen im Kreis mit der Stretchfolie herum, damit die Form luftdicht wird. Jetzt nehmen wir eine kleine Menge Pralinen, wir öffnen sie und legen sie auf den Boden dieser Form. Sie müssen den gesamten Boden bedecken. Wir brauchen noch mehr Pralinen. Und hier ist so eine Vase. Wir öffnen die Pralinen, brechen sie auf und werfen sie hinein. Fertig. Jetzt nehmen wir diesen Topf und stellen ihn ins Dampfbad. Um die Schokolade schneller zu schmelzen, müssen wir sie regelmäßig umrühren. Fertig. Weiter geht's. Sie ist komplett geschmolzen. Wir nehmen den Krug und bringen sie zur Form. Den Boden mit heißer Schokolade füllen. Nun richten wir mit einem Spachtel alles aus. Schneiden wir aus der Spanplatte 2 Quadrate und 2 Rechtecke aus. Wir wickeln sie in Frischhaltefolie ein, legen sie in eine Form und drücken sie gegen die Wände. Und damit alles fest wird, benutzen wir Klammern. Jetzt brauchen wir Pappe. Wir markieren die gewünschten Maße mit einem Marker und schneiden 3 kleine Rechtecke und 3 Quadrate aus. Wir biegen an vielen Stellen die Quadrate. Wir gehen mit einer Klebepistole am Rechteck entlang und kleben. Ebenso auf der anderen Seite. Wir erhalten wunderschöne halbförmige Kammern. Wir schneiden auch diesen Teil aus und kleben sie mit Heißkleber fest. So sieht das am Ende aus, Leute. Wir brauchen 3 davon. Wir wickeln jede von ihnen mit Frischhaltefolie ein und legen sie auf die Form. Mit Hilfe dieser Abstandshalter aus Pappe erreichen wir die gewünschte Form des Riegels. Kommen wir zur Füllung. Ein Soufflé-Riegel. Wir werden es in Chargen tun. Für die erste Charge benötigen wir 25 Liter Sahne, eine Schachtel Puderzucker und 2 dieser Mixer. Wir nehmen Sahne. Wir gießen sie in Schalen. Puderzucker dazugeben und alles schlagen lassen. Hier wird alles gleichmäßig geschlagen. Daher dickt die Creme in nur 3 Minuten an. Entfernen wir die Schüssel und gießen die Schlagsahne in eine große Schüssel. Wir haben 3 Stunden gebraucht, um die ganze Sahne portionsweise zu schlagen. Stellen wir nun eine weitere Pfanne auf den Herd. Mit 12 Litern Milch aufgießen. Jetzt müssen wir abwarten, bis sie aufgeheizt ist.
Wir nehmen 4 Gläser Vanillezucker. Das ist eine Art Gelatinepulver. Den Vanillezucker in warme Milch gießen und gleichzeitig alles mit einem Mixer schlagen, damit es keine Klumpen gibt. Im Verhältnis sollte die Milch zu diesem Zeitpunkt bereits sehr dickflüssig sein. Aber das ist noch nie passiert. Als wir einen bekannten Konditor anriefen, wurde uns gesagt, dass der Vanillezucker mit schlechten Gelee-Eigenschaften gekauft hätten. Also haben wir einen anderen gekauft. Wir öffnen die Päckchen, gießen wir den Inhalt in diese Behälter. Wir stellen den Topf aufs Feuer. Gießen wir 5 Liter Wasser hinein. Sobald es warm ist, kippen wir den Vanillezucker unter Rühren mit einem Schneebesen hinzu. Gießen wir 5 Liter Milch hinein. Die Masse beginnt sich zu verdicken. Öffnen wir die Kondensmilch und kippen 2 Flaschen aus. Gut mischen und die heiße, dicke Mischung in die Sahne gießen. Nun mischen wir alles mit einem Baumischer. Fertig! Wir heben diese schwere Pfanne an und gießen den Inhalt in unsere Form, bis die Masse dicker wird. Aber das war nur die erste Charge. Für die zweite Portion Sahne haben wir uns entschieden, nicht zu schlagen. Öffnen wir sie daher und gießen sie sofort in die Schüssel. Fertig! Hier sind 2 Liter Kondensmilch. Puderzucker einfüllen. Kippen wir den Vanillezucker in erhitztes Wasser. Mit einem Schneebesen umrühren und die Masse dickt sofort an. Wir öffnen 5 Liter Milch. Alles in eine Schüssel geben. Alles aufkochen, in die Sahne gießen und mischen. Die resultierende Masse wird in die Form gegossen. Damit die Abstandshalter aus Pappe in unserem Soufflé versinken, haben wir sie quer mit Ziegeln beladen, damit alles eben bleibt. Am nächsten Morgen passte alles zusammen. Wir dachten schon daran, das Ganze mit Schokolade zu füllen. Als uns ein bekannter Konditor anrief und uns mitteilte, dass das Soufflé einfach unter heißer Schokolade sein würde. Es muss also eingefroren werden. Im Allgemeinen brauchen wir einen Gefrierschrank. Ich habe im E-Katalog eine Gefriertruhe bestellt. Buchstäblich am nächsten Tag ging ich zur Post, um diesen mega Gefrierschrank abzuholen und nach Hause zu liefern. Entfernen wir den Versandkarton. Wir öffnen den Gefrierschrank. Wir entfernen die Trennwand, damit unsere Form passt. Wir entfernen die Beschwerungsmittel aus der Form, entfernen die Abstandshalter und unser zukünftiger Riegel liegt im Gefrierschrank. Wir schließen ihn und vergessen ihn einfach für 2 Tage. Alle Soufflés sollten vollständig gefroren sein. Nach dieser Zeit öffnen wir ihn und wir sehen, dass alles zu unserem Besten passiert ist. Das Werkstück ist vollständig gefroren. Entfernen wir nun die Frischhaltefolie um die Form. Und wir öffnen die Form selbst und entfernen die Spanplatten. Jetzt nehmen wir das Öl und schmieren es auf die Wände der Form. Um alles gleichmäßig zu machen, glätten wir es mit unseren Händen. Jetzt nehmen wir die Dinger wieder raus. Und vom Soufflé bis zur Wand ist Platz. Wir müssen diesen ganzen Raum mit Schokolade füllen. Deshalb schließen wir den Gefrierschrank und unsere gesamte Schokolade muss eingeschmolzen werden. Wir nehmen die gleiche Vase und brechen Pralinen hinein. Lassen wir sie in einem Dampfbad schmelzen. Fertig. Wir öffnen den Gefrierschrank, mit Schokolade beträufeln und verteilen. Wir
brechen die nächste Ladung Schokolade. Wir schmelzen sie auch. Wir sammeln heiße Schokolade in einem Glas und verschütten die Hohlräume zwischen dem Soufflé und den Wänden der Form. Dabei musste ich viel mehr Schokolade kaufen, um davon genug zu bekommen. Jetzt müssen wir noch die endgültige Füllung machen. Heiße Schokolade drüber gießen und mit behandschuhter Hand glatt streichen. Wenn alles gefroren ist, ist es Zeit, weiterzumachen. Die Form ist sehr schwer. Deshalb nehmen wir sie zu viert. Öffnen wir den Riegel und die Form selbst. Und endlich ist unsere Kinderschokolade fertig. Es dauerte 5 Tage, um sie herzustellen. Und wisst ihr, wie viel Geld dieser Riegel gekostet hat? Inklusive aller Zukäufe $713. Und er wiegt bis zu 100 Kilogramm. Dies ist einer der härtesten Riegel, die wir je gemacht haben. Lasst ihn uns endlich aufschneiden. Jetzt ist es wie ein großes Stück Eis. Deshalb werden wir ihn mit einer Bügelsäge schneiden. Übertragen wir das geschnittene Stück auf ein Tablett. Im Inneren sehen wir das gleiche Soufflé wie im Originalriegel. Die Kinderschokolade ist fast perfekt geworden. Diesmal haben wir keine Schokoriegel verschenkt. Wir schließen einfach wieder die Form und ließen sie im Gefrierschrank. Das geschnittene Stück wird aufgetaut und gegessen. Der Geschmack war fast in der Tat identisch. Und wenn ihr dieses Video ordentlich liked, dann setzen wir die Rubrik mit tollem Essen fort. Und schreibt auch in die Kommentare, was wir noch für euch zubereiten sollen. Abonniert den Kanal und geht auch auf Instagram. Bis bald, Freunde!